Welcome back, meine Lieben, zu einem schon lange nicht mehr stattgefundenen großen FFA 4 gegen 4 als Lückenfüller, weil ein Spieler noch nicht da ist. Wir hoffen, dass der Spieler gleich noch dabei ist, damit wir das letzte Ligaspiel heute noch austragen können. Aber jetzt ein schönes Spiel, 4 gegen 4 hier auf der Silver Springs Map. Und ich habe gar keinen Plan, wer jetzt zusammenspielt. Wer spielt denn jetzt mit wem zusammen? Hat sich das jemand gemerkt? Kann mal eben jemand mal eben sagen, wer mit wem zusammengespielt hat? Ich habe mir das nämlich nicht gemerkt. Nee, hab ich nämlich nicht. Verdammt. Hab ich nicht gemacht. Also, wir können mal durchgehen. Bis dahin könnt ihr mal raten, wer jetzt zusammenspielt. Also, der Alu. Dann haben wir hier unten links mit den Alliierten in grün. Dann haben wir den Kokohammer. Der ist ganz neu bei uns hier. Spielt das erste Mal hier bei uns im Live hier mit. Aber nicht selbst hier im Discord. Und hier oben haben wir hier die Saftspalte. Spielt ja schon ein bisschen länger jetzt bei uns in der Q-Liga. Und hat sich zur Season 6 angemeldet. Auch mit den Alliierten unterwegs. Und also hier der Kokohammer, der ist mit den Sowjets unterwegs. Oh, das ist schön. 4 gegen 4, ja. Ja, mein Wettbüro, der sagt mir mal eben, wer gegen wen spielt. Sag noch mal eben, wer spielt dann noch mal gegen wen? Ich habe nicht aufgepasst eben, sorry. So sorry. Ja, der Prinz in der Mitte. Mit den Alliierten in Orange. Und Rot will sich hier schon mal ein bisschen absichern. Rot kommen wir gleich zu. Wir gucken mal auf Lila. Lila ist nämlich hier der Sir Monkley, ist ja auch neu bei uns. Spielen wir die Sowjets, übrigens einer der Sowjetspieler. Moin, bye bye. Schön, dich mal wiederzusehen. Und hier haben wir den Mero. Und Mero auch mit den Alliierten unterwegs. Also Safti, ne? Der Safti, der ist ja ganz links oben. Und der Don, der ist rechts, ganz rechts. Der Redox ist oben. Und der Mero ist hier rechts. Also oben gegen unten. Das können wir uns merken. Sehr schön. Oben gegen unten, das kriegen wir auf der Kette, oder? Was meint ihr? Also, guck mal, der Kokohammer, der baut sich hier einfach so schön Ding. Ja, der muss dringend. Bin gespannt. Kokohammer ist neu. Finde ich richtig cool, dass da jemand einfach so das davon mitspielt. Vielleicht sehen wir die auch bei uns irgendwann mal in der Liga. Oh, baut sich. So clever, da hinbauen. Frage ist so, was macht man da? Gut, safe, ne? So, Silo schon mal safe. Und der Alu. Guck mal aufs Geld, der Alu. Auch wieder bei den geringeren Einkommen dabei. Das kennen wir ja von ihm. Sein Teammate ist der Monkey. Kommt ein bisschen besser klar, hat auch schon einen zweiten Sammler. Und der weitere Teammate, der Prinz. Ja, der baut sich auch schon über die Map hier. Also oben gegen unten. Oder unten gegen oben, wie man es sehen möchte. Wer nimmt hier zuerst die Mitte in Beschlag? Das obere Team oder das untere? Team 1, mit der Nummer 1. Logisch, ist das obere Team. Das Team 2 mit der Nummer 2 ist das untere Team. Was meint ihr? Welches Team wird zuerst die Mitte besiedeln? Das ist doch echt frei. Naja, man könnte noch mit einem Bauhof dahin fahren. Das traut sich aber keiner. Bauen eher sicher. Verlauf ja eher unten. Ja, denke ich auch. Da, guck mal. Da hat nämlich tatsächlich der Sir Monkey das nämlich gemacht. Den Bauhof hier eingefahren. Und ist nach oben an die Mitte gefahren. Wird also die Gem Boost als allererstes genießen hier. Der Mero. Ah, fährt schon rüber. Oh, oh. Das gibt eine gelbe. Gelbe! Gegen den Mero. Man müsste bei so FFAs dann eigentlich reinschwinden und sagen, so Mero, du hast jetzt eine Strafminute, du hast eine Minute nichts mehr machen.
wäre ich für, oder? So ein Handicap dann einzuführen? Was meint ihr? Sollen wir das mal machen beim nächsten? Und hier... Der Kokrapper mal. Der macht das schon gut. Der baut sich hier... Der kann nämlich eine schöne Front hier aufbauen. Und dicht halten. Hat jetzt aktuell 3 Raffs hier. Das ist eine gute Anfangsstrategie hier. Noch eine zweite Waffenfabrik wäre noch besser. Dann kann er ein bisschen schneller produzieren. Und mit den Sowjets kommt es noch mal ein Stück besser. Wenn man schneller produzieren kann. Hat aber auch nicht so viel Kohle. Kommt jetzt so nach und nach rein. Da, oh, Spion. Fragst du ihn noch von wem? Alles klar, Olli. Olli, bleib entspannt. Ja, weil du noch nicht da warst, mal überbrückungsweise hier eine Challenge gemacht. Aber erfahrungsgemäß bei 4 gegen 4 geht sowas gerne mal schneller. Also eine Minute Handicap. Das wäre zu krass. Nee. Ich finde das geil. Es soll ja Spaß machen. Und glaub mir, die Spieler macht so Sonderregeln manchmal echt Zeitstrafe, richtig. Und glaub mir, die Spieler probieren sowas gerne mal, wenn wir so FFAs machen. Ich werde das beim nächsten Mal, wir werden sowas mal vorschlagen. Beim Regelverstoß im Live, da müssen aber die Schiris gleichzeitig auch mit drauf gucken, ob wir sowas haben. Und dann gibt es eine Minute Strafzeit. Wie beim Eishockey, genau. Eine gute Idee. So, Sam Monkey sichert sich hier ordentlich die Mitte. Jetzt schon die zweite. Und hier oben auch der Don Bilbo. Ja, Notfallplan. Da müssen wir einfach aus Affekt reagieren. Dann ist es so. Dafür haben die Schiris keine Zeit, sagt der Schiri-Verantwortliche. Der Chef der Schiris, der Chris. Ja, jetzt muss ich nochmal mit dem Chef nochmal verhandeln. Eine neue Kondition verhandeln hier. Oh, guck mal, das macht der Kokrammer echt gut. Der Kokrammer. Ich sag einfach den Hammer. Jetzt kriegst du so einen Zungenbrecher hier. Auch der Prinz jetzt an der Mitte dran. Da oben kommt der Redox. Guck mal, was der Redox mal an. Der ist ja auch neu. Hat schon Tech-Zentrum. Helipad. Mammutpanzer. Ja, Mammutpanzer ist eine Seltenheit. Warum? Die werden von unseren erfahrenen Ligaspielern nicht mehr gebaut, weil sie nicht effektiv genug sind. Sehr, sehr teuer. Und haben nicht so die nötige Power, die man braucht, um hier ordentlich durchzukommen. Und hier wird sich auch mit Kraftwerken dicht gebaut. Das ist aber auch geil, ey, der Mero. Der ist zumindest schon mal in der feindlichen Hälfte. Also oben gegen unten. Wenn wir jetzt mal die Mitte mal betrachten. Die Geldausbeute für das untere Team ist besser. Weil die halt schon direkt am Gemfeld dran sind. Der Don Bilbo, der zieht da gut nach. Ich kann das nicht mehr hören. Leute, ey. Ich habe mir vorgenommen, echt mal morgen eine verdammte Playlist zu machen. So, Cooldown neigt sich dem Ende. Und guck mal, interessant ist beim Redox. Ist im Heli unterwegs gewesen. Hat er dann gemacht hier oben? Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall hingeflogen. Ah, baut. Schön, dass wir auch mal wieder Tesla-Panzer sehen hier. Ja, verstärkt jetzt auch in der Mitte. Ja, die fangen alle an, in die Mitte hinzuzuziehen. Kraftspalt hat hier schon einiges. Der Hammer auch. Und in der feindlichen Base der Mero, also in der feindlichen Hälfte. Und wenn man den Prinz mal anschaut, der auch schon einige stehen, hat auch ein paar Kanonentürmchen hier. Und Sir Monkley hat auch schon viel, viel schwere Panzer stehen, aber auch hier vorne schon verstreut mit der Tesla-Spule. Gucken wir mal die Base-Dev an, sind die besser hier, das untere Team. Oben deutlich offener, auch wenn wir hier Kanonentürmchen haben.
Hier ist nicht wirklich viel Verteidigung, aber Mero hat auch echt viele Panzer. Kann sich da also gut halten. Jetzt ist Cooldown um, ich bin eine Minute im Verzug. Also sie dürfen sich jetzt angreifen. Mal sehen, wo uns als allererstes kracht. Es ist doch ruhig. Obwohl Cooldown vorbei ist. Es ist doch ruhig. Aber da. So ein Bilbo macht sich auf den Weg. Und die Mitte ist echt schwierig zu handeln, wenn die so voll ist. Und da kracht jetzt. Auf dem Gemfeld. Woanders ist es noch ruhig. Irgendwas Chroniges war unterwegs. Irgendwo. Ich sehe es aber nicht. Guck mal, da werden auch Mauern gebaut. Oh, das war hier was sehr wankelig. Schön. Ja, schon wieder Mauern. Und jetzt großer Angriff in der Mitte. Zwischen Alu. Der Sir Monkey, der Don Bilbo. Und jetzt kommt noch mal Redox dazwischen. Auch hier. Die Korak. Der Korak-Hammer. Auf Abfangkurs hier. So nach und nach. Und das ist auch gut. Immer so nach und nach vorfischen. Breite Front. Ah, die Türmchen, die sind haarscharf. Und Mero greift an. Wie macht er das jetzt? Da steht nämlich echt eine Masse. Und hier. Die Mitte. Aktuell dominiert hier noch der Mero und der Monkey. Links. Der Hammer, der kämpft sich immer weiter durch. Und jetzt großes Gefecht von Mero rein direkt beim Mankli und beim Prinzen. Und von hinten der Prinz. Sau fiese Taktiken jetzt hier. Was für ein Gewusel. Die Mitte übernimmt so langsam der Don Bilbo. Oh, das wird feurig hier. Der Mero immer noch unterwegs. Mit dem Ziel, ja, der hat irgendwas anvisiert. Und zwar die Waffenfabrik. Oh, jetzt kriegen wir die ersten Aussetzer. Zu viele Einheiten. Die schießen die gerade schon die Einheiten runter. Hier kommt nochmal ein schnelles Geschwader von Alu. Oh, damit kann er punkten, der Alu. Und rechts. Prinz sogar. Durch beim Mero. Oh, der darf jetzt nicht aufgeben. Der muss weiter durchziehen. Hier oben kommt das untere Team nicht weiter gemeinsam durch. Alu und Hammer gehen in die Saftspalte hier ganz schön auf den Zahn. Don Bilbo in der Mitte jetzt auch Geschichte. Und Alu weiter durch. Schön auf die Main-Gebäude. Der Hammer kommt nochmal als Verstärkung. Don Bilbo versucht, seinen Teamkameraden hier zu helfen. Muss sich aber selber gleich helfen. Denn Sir Monkey kommt hier weiter vor und gleichzeitig hier rechts der Prinz rein beim Mero, der im Übrigen eigentlich so gut wie raus ist. Und auch der Saftspalte ist raus. Kann nichts mehr bauen. Also das sieht aus, als würde das untere Team hier den Sieg hier reinbringen. Oh, da knallt er aber ordentlich rein hier. Gutes Tackling vom unteren Team, vom Alu, Sir Monkey, den Hammer und den Prinzen. Auch Don Bilbo keine Chance mehr. Das Match ist gelaufen. Und Alu wütet immer noch mit seinen leichten Patzern rum. Prinz
wird nicht weniger. In der Mitte gibt es auch ordentlich Radau. Saftspalte, Mero, sicher raus. Gedox und Donny halten sich noch so ein bisschen, kriegen aber auch fleißig einen geschenkt. Ich kann nochmal einen großen Angriff von Prinz. Er hat jetzt wieder genug produziert. Wahnsinn. Was sie da unten fabriziert haben. Und auch der Alu hat er geschickt gemacht mit den Stellpanzern. Kam richtig von hinten heraus, weißt du? Der Hammer hat den Platz frei gemacht. Und dann kam Alu durch den Windschatten raus. Und hat dafür gesorgt. Oh, guck mal hier, der Saftspalter hat nochmal Bow. Probiert sie noch. Ja, die wollen noch nicht aufgeben. Die sehen sich noch. Ja, aber... kämpfen zusammen an der Front. Der Alu kommt hier um eine Masse. Das könnte nämlich der Untergang jetzt für Redox sein. Saftspalte verkauft, links alles. Und Alu rein. Auch VK von Redox. Fire Sale auch vom Redox. Dann Bilbo. Und Saftspalte probieren es noch. Aber das ist einfach zu viel. Als könnte Saftspalte mit dem Donny noch was gehen. Also ich würde aber. Ich würde es feiern, wenn Don Bilbo hier das noch irgendwie zieht. Ja, aber er kommt nicht genug an die Ressourcen ran. Oh, hat er hier noch? Er hat auch nochmal den Pott voll hier mit Zerstörern. Wenn man sich aber mal anschaut, rechts kommt schon wieder eine Menge nach. Ein Alucard. Geht wieder als heimlicher Sieger hier vom Platz. Er hat eine Menge rausgeholt. An Gebäuden. ...21 Gebäude hat er zerstört. Gleich mit Prinz, weil der Remero rausgenommen hat. Hast du noch mal eine Info über die Livestream-Tage? Ja, die sind vorgeplant. Und sind... Könnt ihr immer bei YouTube schauen. Irgendwo in den ganzen Karteikarten findet ihr auch die geplanten Livestreams. Immer montags, mittwochs, donnerstags und sonntags findet ihr uns hier live. Montags mit Alarmstufe Rot, am Mittwoch mit General Zero Hour, am Donnerstag wie heute Alarmstufe Rot und dann am Sonntag wieder mit Alarmstufe Rot. So, der Rest hier rausgenommen von Don Bilbo. Aber noch ist kein Spieler endgültig raus. Don Bilbo hat hier sogar noch Kraftwerk hier vorne. Höchste Abschussquote hat der Hammer. Mit 200. Ey, Prinz, 220. Jetzt auch VK. Und Don Bilbo. Sie geben sich geschlagen. Jetzt muss der Rest wieder rausgenommen werden. Und dann sehen wir gleich das nächste Ligaspiel, meine Lieben. Nach diesem spontanen FFA. Die Mitte von Donny. Wird natürlich auch gleich rausgenommen. Und Don Bilbo, Mero und Saftspalte sind bei mir ja schon bekannt. Das sind eigentlich starke Spieler, aber gegen Alucard, der Monkey, Hammer und Prinz keine Chance.
Grünes Teamplay von unten. Den richtigen Moment abgewartet. Hier kommt es echt nur auf den Moment an. Der richtige Moment, der muss sehr gut getimed sein vom Team. Da hat meistens das Team, was schneller reagiert, den Sieg in der Tasche. Bei TV4. Ja. Ja, Redox sagt es weiter raus, von Dümpel noch nicht, Mero auch noch nicht. Mero hat dümpelt hier noch mit Bobby hier unten. Und hier hat noch ein Kraftwerk hier. Wo könnte man mit der Tesla rausnehmen? Oder mit dem Tesla Trooper? Und da unten. Die Max. Hat die Bobby gesehen. So, Dumble will auch raus. On Match ist vorbei. Wir gehen mal auf die Ressourcen. Schauen uns mal die Tabelle mal an. Beendet. Wer hier die meisten Ressourcen gesammelt hat. Unser Hammer. 124.000. Der Lead von den getöteten Einheiten geht hier auf jeden Fall an den Prinz. Auch von den gesammelten Ressourcen. Insgesamt war er auch sehr gut mit dabei. Und auch die meisten zerstörten Gebäude. Der war sehr, sehr aktiv. Also schönes Match hier von denen. Wir schalten uns mal zu denen ein. Der Livestream nochmal anmachen, ne? So, hi. Hallo. Hallo. Na, meine Lieben. Das war ein schnelles Spiel, wa? Ja. So. Ja, ich würde mal sagen, GG an das untere Team.